Herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Wir freuen uns, dass Frühling wird. Alles grünt, alles blüht und endlich geht's auch wieder mit Veranstaltungen in Schwarzenberg los. Gerd Rosam und Kerstin Schmiedl von der Stadtverwaltung sitzen mir gegenüber. Der Gerd ist verantwortlich für alles, was das Kulturelle angeht. Die Kerstin ist verantwortlich für alles, was den Marktbereich angeht. Und damit ist eigentlich auch schon klar, wir wollen Ihnen Lust machen, Lust auf den Ostermarkt in Schwarzenberg. Lieber Gerd, ich glaube seit Ewigkeiten, die erste Veranstaltung, große Veranstaltung, die ihr planen konntet und jetzt auch endlich durchführen konntet. Natürlich, und wir freuen uns wahnsinnig noch, die in Zeiten der Pandemie, es war ja sehr schwierig 2020 und auch 2021 überhaupt Veranstaltungen anzubieten. Neben kleineren Veranstaltungen auf der Waldbühne im vergangenen Jahr war ja eigentlich in der Altstadt oder in der Stadt Schwarzenberg auf den Straßen und Plätzen so gut wie nichts los und auch nichts möglich. Und der Ostermarkt ist natürlich für uns der Saisonauftakt für eine tolle, denke ich, Veranstaltungssaison in der Stadt Schwarzenberg jetzt im Jahr 2022. Und wir freuen uns alle wahnsinnig drauf. Wir haben uns auf die Vorbereitung gefreut. Und natürlich werden wir schönes Wetter haben. Das habe ich mir jetzt schon mal auch im Wetterbericht soweit angeschaut. Und wir wollen die Gäste natürlich ganz herzlich einladen in unsere bunt geschmückte Altstadt. Die Birken sind aufgestellt, sie haben auch ausgetrieben, also das erste Grün ist zu sehen. Dort haben wir ja lange dran gearbeitet, dass die auch im Warmen austreiben konnten. Und diese Woche haben die Kindergärten der Stadt Schwarzenberg, unsere drei Kindergärten, die Birken wunderschön geschmückt. Es sieht toll aus und liebe Gäste, freuen Sie sich einfach drauf. Jetzt haben wir schon gesagt, Ostersonntag, Ostermontag, das sind die zwei Markttage. Hat natürlich was mit der Anlage des Osterfestes zu tun. Viele wissen das ja gar nicht. Karfreitag, Karsamstag, das ist noch die Zeit der Stille, der Ruhe. Und dann gefeiert und der Wunsch auch nach frohen Ostern sollte man eigentlich erst ab dem Ostersonntag aussprechen. Das ist eigentlich schon eh und je so und das ist natürlich auch religiös bedingt. Und wie gesagt, mit den Osterglocken am Sonntag und der Wiedergeburt Christi ist das ja im Prinzip dann auch die Freude am Osterfest, dass man dann etwas erleben kann und das Osterfest privat feiert und natürlich dann sicherlich auch zum Ostermarkt nach Schwarzenberg mal mitkommt. Also alles blüht auf, auch der Ostermarkt von Schwarzenberg. Liebe Kerstin, es ist sicherlich ein besonderer Markt auch für dich, denn der Ostermarkt, der ist in Schwarzenberg schon immer auch so als ein Händlermarkt, als Wochenmarkt, als Einkaufsbummelmarkt angelegt. Das heißt, darauf wird Wert gelegt. Wie schwierig ist es denn überhaupt, Händler zu finden, die den Ostersonntag und den Ostermontag auch für so eine Veranstaltung zur Verfügung stehen? Ist das ganz leicht, weil alle wieder Bock darauf haben? Oder ist es ganz schwer, weil der ein oder andere Händler vielleicht auch aufgrund von Corona aufgegeben hat? Da kann man vielleicht so einsteigen nach zwei ruhigen Osterfesten. Natürlich auch für sicherlich unsere Händler, Gewerbetreibenden generell, ja auch wirtschaftlich schwierigen zwei Jahren, ist natürlich der Enthusiasmus und der Wille bei allen da, endlich wieder in den Startlöchern stehen zu können. Tatsächlich ist es echt verhalten gewesen noch am Anfang des Jahres, auch was Bewerbungen betraf für den Standplatz hier auf dem Ostermarkt, hat sich aber jetzt in den letzten Wochen eigentlich schon, sag ich mal, ein bisschen gewandelt, denn die Zeiten oder die Zeichen standen da dann auf, jetzt können wir tatsächlich wieder starten und die Händler wollen eigentlich einfach nur raus. Die wollen ihre Gäste in Empfang nehmen, ihre Kunden in Empfang nehmen und freuen sich einfach auf das, was sie ja einfach nur gern machen, nämlich ihre Waren feil anbieten und einfach für ihre Kunden da sein. Gute Laune mit vielen kunterbunten Sortiment verbreiten. Und ich denke, ein kunterbuntes Sortiment haben wir, wie immer zum Ostermarkt, auch in diesem Jahr. Es werden nicht so viele Händler sein, wie es vielleicht mancher Gast auf unserem Ostermarkt gewohnt ist, auch bedingt. Wie viele sind es denn genau? Also jetzt kann ich so von 40 Händlern sprechen. Das ist eine beachtliche Zahl. Ne? Und wie gesagt, wir haben auch ein paar Einschränkungen, was jetzt die räumliche Distanz darstellt. Aber ich denke, alles, was jetzt zur Nutzung, zur Verfügung steht für die Händler, werden soweit bestückt. Und wer möchte, findet ganz gewiss irgendwas Schönes, was er mit nach Hause nehmen kann, für sich, für seine Lieben. Einfach zum Bummeln. Natürlich auch die Gewerbetreibenden, die an dem Tag geöffnet haben werden, laden die Kundschaft ein, auch mal in die Geschäfte reinzugucken. Und ich denke, man kann sich
drauf freuen, wieder endlich einfach mal in Ruhe und Gelassenheit ein Osterfest zu genießen, wie man es gewohnt war. Liebe Kerstin, lass uns mal ein bisschen in die Händlerschaft schauen. Was ist denn alles dabei? Wer ist dabei? Kennt man den einen oder anderen Händler noch? Es werden natürlich unsere sogenannten Stammhändler wieder in großer Zahl dabei sein. Ob das jetzt unser, ich nenne es mal, älterer Herr ist, der schon immer mit seinen Korbwaren und Spielwaren für die Kundschaft da ist, oder ob das jetzt ganz klassische Textilien sind oder einfach viele Geschenkideen, sei es noch jetzt auch mit dem Osterfest verbunden oder die schon Freude machen auf Garten und Entspannung. Also ich glaube, da ist für wirklich jegliche Wunschliste irgendwas mit hier auffindbar. Ja, und beginnen kann man den Besuch mit dem Ostermarkt oder den Besuch auf dem Ostermarkt natürlich mit dem Festgottesdienst am Sonntag, am Ostersonntag in der St. Georgenkirche. 10 Uhr geht dieser los. Und ab 11 Uhr, lieber Gerd, beginnt dann auch das Programm, das musikalische Programm auf dem Ostermarkt. Richtig. Also an beiden Tagen von 11 bis ca. 18 Uhr. Wir haben verschiedene Angebote, die, sagen wir mal, auf dem Markt erlebbar sind. Es sind Unterhaltungsprogramme, es sind Programme für Kinder mit eingebunden und es sind natürlich auch musikalische Einlagen, also in Form von kleineren Konzerten mitgemacht. Der Ostermarkt selbst ist ja selbst keine Veranstaltung oder kein Stadtfest, das halt ständig im Taktung mit Künstlern auf der Bühne bestückt ist, sondern es sind halt verschiedene Einlagen, die dann auch mal vor der Bühne mit passieren und es soll halt eine Umrahmung für dieses Marktgeschehen als Jahrmarkt, ist der Ostermarkt ja eingeordnet, dabei sein. Ihr seid aber bei den Künstlern auf gut Bewährtes oder Altbewährtes gegangen. Wir sind auf Altbewährtes gegangen. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass 2 Jahre Veranstaltungsruhe in Schwarzenberg war und dass es natürlich dann auch einfacher ist, mit Partnern zu arbeiten, die, sagen wir mal, in dem Prozess auch mit drin waren. Es war auch für uns in der Verwaltung schon etwas schwieriger, die Vorbereitung nach 2 Jahren wieder auf das Niveau zu bringen, was halt 2019 der letzte Stand war. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir gehen auf Altbewährtes und wir haben natürlich auch Künstler an den beiden Tagen je einmal die Abschleicher am Sonntag und OB Live dann am Montag mit eingebunden, die sich mehrfach für Weihnachtsmarkt beworben haben. Also der Weihnachtsmarkt ist ja auch in den beiden letzten Jahren ausgefallen. Und da haben wir gesagt, setzen wir erstmal dort an. Sicherlich, wir können keine großen Bands dort auf den Markt bringen, weil die Bühne ja auch nicht so groß ist. Also es soll alles zum Rahmenprogramm dazu beitragen. Und ich denke, wenn das Wetter alles schön passt, werden die Leute dort auch ein bisschen Stimmung haben. Aber der Erbschleicher und auch gerade OB Live sind in Schwarzenberg durchaus sehr bekannt und auch immer ein Garant für gute Laune, gute Stimmung, gute Musik. Das war, denke ich, auch der Ansatz, bei dem wir gesagt haben, gut, sie haben halt jetzt für den Auftakt dann auch können halt den Anfang machen und den Zuschlag erhalten. Genau, also ich freue mich darauf. Ich mag sie beide und von der Seite her wird das definitiv ein schöner Ostermarkt in Schwarzenberg. Liebe Kerstin, welcher Bereich ist alles mit Händlern bestückt? Natürlich über unseren Markt Richtung Schloss. Es wird bis zur Kirche mit Händlern bestückt sein. Wir haben den unteren Markt und das ist eigentlich so der tatsächliche Innenstadtkernbereich, würde ich immer sagen, unserer Altstadt. Man kann schön die Runde laufen und wird überall sicherlich das eine oder andere entdecken, was man vielleicht schon lange, lange vermisst hat. Nun ist es ja so, dass Kinder nicht unbedingt gern einkaufen gehen, aber auch mit Familie kann man auf dem Ostermarkt fündig werden. Es gibt verschiedene Aktionen. Also einerseits gibt es bei den Händlern verschiedene Aktionen, die halt für Kinder auch Möglichkeiten, sich zu betätigen, mit anbieten. Und weiterhin haben wir am Springbrunnen unser großes Riesenosterei, was auch jetzt inzwischen schon wieder vorbereitet ist, wieder strahlend weiß glänzt und natürlich darauf wartet, dass die kleinen Gäste mit Pinsel und Farbe sich dort betätigen können. Gleichzeitig wird die AWO dort einen Bastelbereich mit anbieten. Das ist an beiden Tagen jetzt inzwischen auch so eingeplant. Dann gibt es nochmal Bastelangebote in der Schwarzenberg-Information. Dort ist Gabi Fritsch mit Angeboten tätig und betreut dort die Kleinen beim Basteln. Sie hat ja auch immer super Ideen, gehört auch seit Jahren inzwischen zum Stammpersonal Bastel
Personal bei uns mit hinzu. Und sie hat sich auch als Künstlerin, sie hat sich total gefreut, dass wir auf sie zugekommen sind und gesagt haben, würdest du das wieder machen in der Schwarzenberg-Information? Natürlich mache ich das. Und das war für uns natürlich auch ein Ansatz, wo man gesagt hat, Mensch, wir freuen uns drauf, dass wir auch wirklich unsere Partner, die jahrelang irgendwo mitgemacht haben, nach 2 Jahren nicht verloren haben. Das ist wirklich schön, weil da ist ja auch viel orakelt worden. Was hat Corona mit den Künstlern gemacht? Was hat die Corona mit den Musikern gemacht? Ja, diese ganze kreative Ecke, hat die überlebt? Gibt's die noch? Haben die es geschafft? Also das ist schon ein positives Zeichen, oder? Es ist ein positives Zeichen und ich muss sagen, ich hatte auch meine Bedenken gehabt, gerade nach dem 2. Jahr Corona, dass ich gedacht habe, na gut, wenn du dort wieder anfragst, da wird sicherlich nichts mehr gehen. Und ich merke es jetzt gerade, bei uns gehen viele Bewerbungen fürs Altstadtfest ein und die Partner, die wir über Jahre hatten, die gibt's alle noch, die wollen alle gern. Und jetzt müssen wir natürlich auch sortieren, im Hinblick auf unser 27. Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest, dass wir dann dort auch wieder die Auswahl treffen, dass wir niemanden benachteiligen und dass wir die Partner, mit denen wir über Jahre zusammengearbeitet haben, natürlich dort auch mit einbringen können. Also aufs Altstadt- und Edelweißfest, ganz ehrlich, freue ich mich auch. Also das hat mir richtig dolle derb gefehlt, bin ich ganz ehrlich. Das war schade, das war wirklich schade. Vor allem auch die Entwicklung vom Altstadt- und Edelweißfest ist ja über die ganzen Jahre das ging nur nach oben, ein nur nach Riesenprozess oben. Gewesen. Und dann kam Corona und wie Schnitt. Mit tollen Themen, die wir uns immer gemeinsam, Katja, du weißt das ja auch selbst, du warst immer beteiligt mit Ideen und mit Gedanken und hast dann auch selber mit ausgestaltet, das Altstadt- und Edelweißfest. Das ist eigentlich eine Sache, worauf ich mich freue. Das muss ich einfach sagen. Die zweite Freude ist natürlich die Spielsaison der Waldbühne Schwarzenberg. Dort haben wir ja dieses Jahr auch Veranstaltungen an Veranstaltungen, fast schon etwas zu viel. Also wir haben jetzt auch schon Ablehnungen erteilen müssen, weil ganz einfach die Wochenenden mit den Stadtfesten dazwischen und anderen Veranstaltungen auch gar nicht mehr ausreichen. Aber auch selbst das ist nochmal eine ganz große Sache. Waldbühne ist mein Herzblut seit Jahren. Und die Dinge für den Sommer, da freue ich mich wirklich drauf. Das machen wir nochmal zum Thema hier in diesem Podcast der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Aber eines dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über den Ostermarkt sprechen. Lass uns ins Schloss gehen. Auch Perla Castrum ist beteiligt. Perla Castrum ist auch beteiligt. Wir haben erstens eine schöne, tolle Ausstellung zurzeit, die noch zu erleben ist. Und des Weiteren gibt's dort an beiden Tagen eine Osterrallye. Also die Kinder können alleine oder auch mit ihren Eltern oder Großeltern dort ein Osterquiz, sich an einem Osterquiz beteiligen. Und es gibt dann auch Überraschungen und Geschenke. Und ich denke, das ist auch eine interessante Sache, die Geschichte der Stadt Schwarzenberg auf eine andere Art und Weise etwas kennenzulernen. Und ich denke, die Veranstaltungen im Schloss sind ja eigentlich auch immer sehr gefragt gewesen und es wird dort sicherlich eine rege Beteiligung geben. Noch ein kleines Bonbon haben wir. Es gibt auch die Stadtführungen, natürlich, die gibt es immer, aber zum Ostermarkt am Ostermontag sogar in Kostüm. 16.30 Uhr habe ich mir sagen lassen, geht es los ab der Schwarzenberg-Information. Vielleicht kannst du noch ganz kurz was zur kostümierten Stadtführung sagen. Also die kostümierten Stadtführungen sind jetzt in den letzten Wochen erst wieder eingeführt worden. Wir hatten ja die regelmäßigen Stadtführungen und die Gewandeten, sage ich jetzt mal, also das Kostüm als Gewand gemeint, gehen jetzt auch in die Saison mit neuen Stadtführern. Es gab dort Ideenrunden, wer könnte noch was machen. Und wir sind natürlich jetzt so, dass verschiedene Stadtführer sich dort auch Gedanken gemacht haben, welchen Beruf sie darstellen könnten oder welche Person sie darstellen könnten. Und das wird natürlich jetzt auch mit diesem Auftakt Ostermarkt für die Saison 2022 eine Rolle spielen und dort gibt es also ganz tolle Angebote. Ich freue mich schon drauf, sind auch wirklich mal Stadtführer dabei, die noch nicht im Kostüm zu sehen waren, die sich jetzt dafür Gedanken gemacht haben und das ist natürlich auch eine Entwicklung. Übrigens bin ich den Stadtführern sehr, sehr dankbar, dass sie auch nach der langen Zeit zu uns gehalten haben und auch wieder einsatzbereit sind, denn es war ja doch auch schwierig, weil Stadtführungen waren ja auch über eine ganz gewisse Zeit nicht mehr möglich gewesen oder dann mit Einschränkungen. Aber unsere Stadtführer, sie haben sich jetzt 2-mal getroffen. Ich denke, die neuen Ideen werden auch für 2022 spürbar sein. Also wir fassen nochmal ganz kurz an dieser Stelle zusammen. Ostersonntag, Ostermontag jeweils von 11 bis 18 Uhr der Ostermarkt in der Schwarzenberger Altstadt. Am Sonntag, da stehen die Erbschleicher auf der Bühne. Am Ostermontag dann OB Live. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm mit Hammer Entertainment, Hallo Sonne.
Und ja, ganz, ganz viel los. Der Osterhase wird auch mit da sein, von 13 bis 15.30 Uhr, glaube ich, am Ostersonntag, wie sich das gehört. Da hoppelt er durch die Altstadt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Besuchen Sie die Händler. Ich glaube, nach dieser Durststrecke ist das, was alle jetzt brauchen. Zufriedene Kunden, glückliche Kunden und auch wieder zusammen zu sein, so ein bisschen Geselligkeit. Ich sage vielen Dank, Kerstin Schmiedl. Danke auch. Wir bedanken uns auch. Gerd Rosam und wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle erstmal einen ruhigen und besinnlichen Karfreitag und Karsamstag. Und dann sehen wir uns zum Ostermarkt in Schwarzenberg, vielleicht am Ostersonntag oder Montag. Tschüss.